Hier ist das SKB-Journal am Dienstag und das sind einige unserer Themen. Ohne Atempause für die Feuerwehr. Zwei Großbrände in der Havelstadt erfordern den Einsatz von 100 Feuerwehrleuten. Opfer aus der Havelstadt. Zwei Frauen sterben beim Madeira-Busunglück. Und Orchesterdirektorin Mira Weiß verlässt das Theater wegen persönlichem Schicksalsschlag. Das Theater kritisiert unwürdige Berichterstattung durch die Tagespresse. Und damit, meine Damen und Herren, darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu den aktuellen SKB-Nachrichten. Jetzt ist es leider traurige Gewissheit. Beim schweren Busunfall auf Madeira sind auch zwei Frauen aus unserer Region gestorben. Unter den insgesamt 29 deutschen Todesopfern befinden sich auch eine 48-jährige Angestellte der Brandenburger Stadtverwaltung, die in Brelow lebte, und ihre 75-jährige Mutter aus Brandenburg an der Havel. Die Polizei hat jetzt die Angaben bestätigt. Der Busunfall ereignete sich am 17. April. Gestern Abend gegen 18 Uhr zogen dicke Rauchwolken über das Industriegebiet am Quenz. Im Inneren einer Mebra-Halle war ein Feuer ausgebrochen. Die Mebra half dabei, den Müllhaufen auseinanderzuziehen. Insgesamt 40 Einsatzkräfte konnten das Feuer dann gegen kurz vor 21 Uhr löschen. Parallel dazu kämpften freiwillige Feuerwehren aus Kirchmöser, Göttin, Schmerzke, Gollwitz und Wust in der Karsmannstraße gegen zwei Feuer. Auch hier brannten Müllhaufen, allerdings geht man in der Karsmannstraße bisher von Brandstiftung aus. Mit den Versorgungseinheiten waren insgesamt 100 Einsatzkräfte gestern Abend beschäftigt. In den nächsten Tagen wird man die Orte des Geschehens noch weiter im Blick behalten. Verletzte gab es keine, lediglich ein Feuerwehrmann musste zur Abklärung einer möglichen CO2-Vergiftung ins Krankenhaus. Themenwechsel. Sie hat mit so viel Elan und auch Begeisterung ihre Tätigkeit als Orchesterdirektorin hier in Brandenburg an der Havel aufgenommen. Die Rede ist von Mira Weiß. Doch jetzt musste sie wegen einem persönlichen Schicksalsschlag die Tätigkeit einstellen und zurück nach Wien gehen. Allerdings musste sie auch eine sehr unwürdige Pressekommentierung über sich ergehen lassen. Man konnte es kaum fassen, wie pietätlos die örtliche Tageszeitung das Ausscheiden von Mira Weiß als Orchesterdirektorin kommentierte. Am 27. April formulierte die lokale Matz, die Theaterleitung habe bei der Personalauswahl kein glückliches Händchen gehabt. Dass Frau Weiß wegen einem persönlichen schweren Schicksalsschlag das Haus verlassen muss, das wurde nicht gewürdigt. So sprechen auch die Musiker der Brandenburger Symphoniker und ihr Chefdirigent Professor Peter Gülke ihr Bedauern aus und zeigen volles Verständnis für die Entscheidung der Orchesterdirektorin. Der Orchestervorstand bedankt sich im Namen aller Musiker für die hervorragende Zusammenarbeit und wünscht Frau Weiß alles erdenklich Gute und viel Kraft. Auch der SKB, der Frau Weiß sehr geschätzt hat, wünscht ihr nur das Allerbeste für die Zukunft. Unvergessen ihre Pressekonferenz mit dem Chefdirigenten Professor Peter Gülke, mit dem sie prächtig harmonierte. Meine Beziehung zu Wien ist natürlich schon deswegen sehr nah, weil als ich aus diesem Staat, den es glücklicherweise seit 30 Jahren nicht mehr gibt, als ich aus diesem Staat geflohen war, war meine erste ein bisschen stetige Beschäftigung in Wien. Ich habe an der Volksoper in Wien damals zwei Opern aufgeführt und es ergaben sich ganz schnell Beziehungen zum ORF-Symphonieorchester und dann eben zu den Symphonikern. Und bei den Symphonikern bin ich so 10 bis 12 Jahre, ich weiß es im Moment nicht ganz genau und will nicht übertreiben, war ich fast so etwas wie ein ständiger Gastdirigent. Insofern gibt es erstmal sozusagen ein völlig gleiches Vokabular zwischen Frau Weiß und mir. Da müssen wir uns also um Verständigung nicht können. Die pietätlose Formulierung der Matz hatte Konsequenzen. Die Theaterleitung kommentierte dies in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten. Wir weisen die Formulierungen der Matz vom 27.04.19 in Zusammenhang mit der Wahl von Frau Weiß in Anbetracht eines Schicksalsschlages als geschmacklos und unqualifiziert zurück. Der Stadtverordnete Norbert Langerwisch von den Freien Wählern weiß zu berichten, dass der Orchesterverstand von der fachlichen Arbeit von Frau Weiß begeistert war. Langerwisch bedauert nach ihrem hervorragenden Beginn ihren Weggang.
Man müsse so langer Wisch akzeptieren, dass es Schicksalsschläge gebe, auch wenn dies manche nicht verstehen wollen oder können. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die Jedermann-Gruppe, meine Damen und Herren, ist sehr aktiv hier in der Havelstadt und am letzten Freitag konnte sie den ersten Bauabschnitt ihres Havel-Kiez-Projektes einweihen. 20 Wohnungen sind in der Bauhofstraße für ein betreutes Wohnen entstanden. Zwar haben die Bewohner ihre eigenen Räumlichkeiten, bei Bedarf stehen aber die Pflegekräfte der Jedermann-Gruppe bereit. Die Alternative zum Pflegeheim wird immer beliebter, da sich die Senioren so ihre Eigenständigkeit bewahren können und dennoch Hilfe erhalten, ohne lange darauf warten zu müssen. Den Bewohnern gefällt aber vor allem auch die Stadtnähe. Erstmal ist es, weil wir hier so dicht dabei sind in der Stadt. Wir sind gleich 10 Minuten in der Stadt. Schöner kann man es gar nicht kriegen. Und wir haben die mit Bus und Bahn ist schön in Verbindung. Ja. Zu Penny ist nicht weit. Wir haben einen schönen Einkaufswagen, wo wir einkaufen. Hm. Wir rollen her, Fahrstuhl hoch, rollen in der Küche aus. Also wunderbar geht das alles. Im weiteren Verlauf der Bauarbeiten werden auch Wohngemeinschaften für Demenzerkrankte und Menschen mit Intensivpflegebedarf entstehen. Zu guter Letzt werden dann Räumlichkeiten für Dienstleister geschaffen, die Anpacker. Ja, unser Anpacker-Service, also früher mal die technische Abteilung. Heute helfen sie Senioren bei allen Dingen, die rund um Haus, Garten, Wohnung sind. Also es sind Handwerker, die Aufträge erfüllen für unsere Senioren. Ist ja auch nicht so einfach heutzutage, Handwerker zu bekommen. So haben wir sie im eigenen Haus. Und sie sind natürlich hier gleich im Erdgeschoss, haben eine neue Werkstatt. Bisher sind sie in einer Garage. Also die Bedingungen für meine Mitarbeiter, für die Handwerker, für die Mitarbeiter verbessern sich natürlich jetzt absolut. Die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts mit den Wohngemeinschaften soll im September diesen Jahres fertiggestellt werden. Und hier sind noch die Arbeitslosenzahlen für den Monat April. Der Abwärtstrend hält weiter an. Insgesamt waren 3.005 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 70 weniger als im Vormonat, aber 300 weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,1%. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir beim Wetter. Die kommenden Tage sind nicht so schön, allerdings bleibt das Wetter durchaus erträglich. Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es kann ab und zu auch regnen. Die Höchsttemperaturen liegen am Tag bei 19 und in der Nacht bei 8 Grad. Den Sonne-Wolken-Mix gibt es auch am Donnerstag. Es bleibt meist trocken bei 17 und 7 Grad. Am Freitag ist es dann stark bewölkt. Es kann regnen und es wird auch deutlich kühler. 12 Grad am Tag und 7 in der Nacht. Soweit die aktuellen Nachrichten, meine Damen und Herren. Weiter geht es mit dem Studio-Talk zum zweiten Teil der Faut-Affäre. Mein Kollege Gerd Laser hat Maja Wallstein zu Gast. Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen einen guten Tag und auf Wiedersehen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Talk. Redaktionsbesuch zu Gast im Studio. Wieder Maja Wallstein. Schön, dass Sie wieder da sind, Frau Wallstein. Sie ist ja diejenige, die
ja damals durch die Täuschung von Simon V. dann nicht mehr zum Zuge kam beim Europawahlparteitag in Wildau. Und wir haben darüber gesprochen, wie das war für Sie, als wir der SKB das alles enthüllte. Und sie ist trotzdem weiterhin aktiv jetzt im Europawahlkampf. Sie sind Cottbuserin. Ja, ich bin Cottbuserin. Und Energiefan. Also Sie lieben Ihre Stadt, Sie lieben Ihren Fußballverein, Meyer-Waldstein. Man wollte Ihre Stadt, aber Herr Woidke und Herr Schröter wollten Ihre Stadt einkreisen. Wie fanden Sie das denn? Fand ich auch nicht so gut. Das fanden Sie nicht so gut? Fand ich nicht gut. Okay. Nein, habe ich auch opponiert. Genau. Und wie haben Sie da opponiert? Innerhalb der Partei darüber gesprochen, dass man das nicht machen sollte. Aber nicht nach außen. Habe ich auch nichts gehört oder gelesen, so groß? Darüber jetzt nicht. Wahrscheinlich hatte ich da zusätzlich noch andere Felder offen. Da war ich auch Juso-Landesvorsitzende zu dem Zeitpunkt. Dann kann man das auch machen. Ja, aber da gab es ja Beschlüsse. Ne? Da halte ich mich auch an die Beschlüsse der Landesjusos. Mhm. Und die haben sich, glaube ich, für die Kreisgebietsreform ausgesprochen. Ich habe aber Anträge bei der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos eingebracht, um das noch zu verhindern. Okay. Hat nicht geklappt. Aber das Schöne ist ja, dass es einen großen Widerstand bei der Bevölkerung in Brandenburg gab. Und der Ministerpräsident und Parteivorsitzende hat das super erkannt. Er hat aber lange gebraucht. Also erst nachdem der Druck immer stärker wurde. Aber das ist doch das Richtige. Genau das ist doch Demokratie. Man muss eben reagieren, was die Bevölkerung sagt. Und er hat es gemacht. Und das finde ich eine große Stärke. Dass er da viel früher hätte reagieren müssen, aber so das liegt das. Im Auge des Betrachters. Ich finde, es war nicht zu spät, als er reagiert hat. Das finde ich wichtig. Ja, die Städte waren noch nicht eingekreist, da gebe ich Ihnen recht, ja. Aber es wurde noch nicht umgesetzt. Es wurde nicht umgesetzt. Aber es war schon verabschiedet im Landtag. Und diese Mittel stehen jetzt für wichtige Vorhaben zur Verfügung. Ja, Ich finde das einen ganz großen Gewinn. Also für mich hat sich dadurch eigentlich eher bestärkt. Dass die Mittel jetzt hier auch bei uns in die Kultur reinfließen und ins Theater, dagegen habe ich ja auch nichts. Da sind wir ja schon einer Meinung, ja, aber, wie das wieder kommt. Aber die Politik, wir haben ja darüber gesprochen, warum die SPD so viel verloren hat und so weiter. Vielleicht hat man aber auch nicht Straßenausbaubeiträge, jetzt auch wieder so ein Thema, wo die Freien Wähler erfolgreich wurden, was dann ja auch zurückgenommen wurde. Hm. Hört man zu wenig bei euch so auf die Bürger? Vorhin haben Sie gesagt, ihr sprecht viel mit denen, aber irgendwie... Kann das sein, dass man da zu wenig Kommunikation führt? Das müsste man ja praktisch allen großen Parteien dann unterstellen, dass sie zu wenig mit den Bürgerinnen und Bürgern... Ja, scheinbar schon, weil sonst würden ja die großen Parteien, sprechen wir von CDU und SPD, die haben ja nun wirklich einen schlimmen Aderlass und ihr noch stärker als die CDU. Das muss ja Gründe haben. Ja, es hat sicherlich viele Gründe, so vielfältige Gründe, dass es mich umso mehr motiviert, mit meinen Themen voranzugehen und auch für meine Sachen Wahlkampf zu machen. Und meine Sache ist tatsächlich das freiheitliche und solidarische Europa. Sie sind Mutter? Ja. Wie alt ist Ihr Kind? Das ist noch ganz jung. Ja, ist jung, genau. Ja, also er ist Jungsmutter. Wie hätten Sie das denn vereinbart, nach Brüssel zu gehen mit der Familie? Ist das ja auch nicht einfach, oder? Also, bei 43 Sitzungswochen, was ich gehört habe, ja, da im Parlament. Lassen Sie mich mal drei Punkte dazu sagen. Ja, gerne. Erstens, ich möchte natürlich für meine Tochter auch Vorbild sein. Ja, ich möchte, dass meine Tochter sieht, was möglich ist. Zweitens, ich möchte, dass meine Tochter in einem Europa aufwächst, dass es Europa gibt und dass es freiheitlich und solidarisch ist. Und deshalb setze ich mich ein. Und drittens, glaube ich, hätten Sie diese Frage einem Mann nicht gestellt. Warum? Weil Männer diese Frage nie gestellt kriegen und ich aber sehr oft. Deshalb bin ich auch schon gut vorbereitet auf diese Frage. Das hätte ich unter Umständen auch einen Mann gefragt. Warum denn nicht, wenn er ganz jung wäre oder jung, so wie in Ihrem Alter oder so. Man verlässt ja im Moment auch nicht nur das Kind, sondern den Partner. Das ist ja schon eine Umstellung für einen großen oder längeren oder einen größeren Zeitraum. Ja. Also ich spreche ja von der Familie, jetzt nicht nur vom Kind. Aber eine wichtige Zukunft, die meine Tochter auch hat. Aber wenn sie die Mutter da nie sieht? Ist ja nicht gesagt. Ich glaube, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch für uns Frauen möglich. Ja klar, aber ich meine, Brüssel und Cottbus ist ja schon eine gewisse Entfernung. In Brüssel, ja. Ich wohne in Potsdam. Oder Potsdam. Ich will da nicht, dass da irgendwelche Gerüchte aufkommen, wo ich dann wohne und nachher... Ach so, ja, das hatten wir jetzt bitte erst. Bitte nicht. Hatten wir jetzt erst. Nicht, und dass aufgedeckt wird, dass ich gar nicht in Cottbus wohne. Ja. Aber Sie haben ja kein Klingelschild oder so mit irgendjemandem in Cottbus. Nicht, dass ich wüsste, nein. Eine Genossin hier hat ja ein Klingelschild gehabt, obwohl der Faut da nie gelebt hat und hat ein Klingelschild Kornmesser Faut dahin gemacht, obwohl der nicht einen Schritt in die Wohnung betreten hat. Würden Sie sowas eigentlich auch machen, dass Sie jemanden, den Sie kaum kennen oder so, würden Sie
in ihrer Wohnung oder vor ihrer Wohnung ein Klingelschild anbringen, wo draufstehen würde Waldstein, Berger oder so, der irgendwie ein Genosse wäre, der von irgendwo herkommt? Das kann ich kaum kommentieren. Das ist, ja, würden Sie das machen? Ein Klingelschild, das kommt doch auf die Situation an. Ich kann die Situation mir gar nicht vorstellen, tatsächlich. Ah, das können Sie sich aber nicht vorstellen, oder? Das ist eine Situation, die ich kenne auch die Details dazu nicht. Nee, es geht nur darum, ob Sie ein Klingelschild für jemanden anbringen würden, den Sie eigentlich gar nicht kennen, nur weil vielleicht irgendeiner sagt, mach das, der braucht irgendeine Adresse oder so. Also ich würde es nicht machen. Meinen Sie nicht, dass er ein bisschen mehr als der braucht, einfach nur ein Dings dazu kommt? Also, nee, er hat ja da auch nie gewohnt. Ich kann dazu wenig sagen. Die Genossinnen und Genossen in Brandenburg an der Havel werden da schon ihre Gründe haben. Also ich kann das nicht. Ich habe Sie ja gefragt, ob Sie sowas machen würden, ein Klingelschild anbringen für jemanden, den Sie kaum kennen. Ich würde Leute bei mir wohnen lassen, habe ich auch schon öfter. Das wäre überhaupt kein Problem. Okay, aber ein Klingelschild würden Sie nicht gleich besorgen, oder? Ich weiß aber nicht, was an diesem Klingelschild so ein Problem sein soll. Ja, aber wenn jetzt jemand Sie besucht und will bei Ihnen übernachten, oder das ist in Ordnung, klar, aber Sie bringen doch da nicht gleich ein Klingelschild an. Oder wenn der dann monatelang nicht wohnt da drin oder wochenlang, dann nehmen Sie es zumindest wieder ab, oder? Ich freue mich so sehr, dass Sie mich eingeladen haben und mir auch noch gesagt haben, dass wir so viel über, dass die Leute mich kennenlernen wollen, ja, was ich auch gut finde, und dass wir über Europa sprechen. Ja, haben wir ja schon gesprochen, jetzt reden wir noch über Fußball. Jetzt reden wir über Fußball. Ja, jetzt kommen wir zum Fußball. Ja. Kommen wir jetzt erstmal. Energie schafft es noch. Energie schafft ganz es knapp, noch. Klassenerhalt. Wird knapp, aber wir schaffen das durch die Kraft der Fans, durch die Kraft des Willens, des Glaubens. Okay, wir schaffen das. Ein paar Spieltage sind ja noch und das kann noch hinhauen. Wie sind Sie denn zum Schiedsrichter überhaupt gekommen? Aus Versehen. Aha. Aus Versehen, ja. Ich habe, als ich nach Potsdam gekommen bin zum Studium, habe ich eine Fußballmannschaft gegründet und wir hatten dann so eine Sparring-Partner-Fußballmannschaft, praktisch eine, mit denen wir uns immer so ein bisschen, gegen die wir auch oft gespielt haben bei den ganzen Turnieren. Und das war der UFK Potsdam. Und der UFK Potsdam hat sich irgendwann von der Freizeitliga auch in einem richtigen regulären Betrieb angemeldet. Und sobald man im regulären Betrieb ist, sucht man einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin. Und die haben gesucht und haben dann irgendwann einfach keinen gefunden. Und man muss dann Strafzahlungen zahlen. Wenn man keinen Schiedsrichter findet, muss man nach einer bestimmten Saison, muss man dann Strafzahlungen. Und dann haben sie gemeint, sie suchen. Und ich habe gesagt, naja, wenn ihr keinen findet, das ist immer ein Fehler. Wenn man so anfängt, ist immer ein Fehler. Dann mache ich's. Und da habe ich dann irgendwann eine E-Mail gekriegt, war dann schon angemeldet. Ich wurde gar nicht mehr gefragt, sondern war angemeldet, habe dann die Ausbildung gemacht. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich es auch richtig. Und mittlerweile pfeife ich richtig. Genau. Und aber jedes Wochenende, oder? Also man hat so ein Minimum, dass man jedes zweite Wochenende auf jeden Fall pfeifen soll. Aber es kann auch mal vorkommen, dass man unter der Woche pfeift und dann Samstag die Männer und Sonntag die Frauen. Und also Frauen wäre dann Regionalliga, da fährt man dann nach Jena oder nach Erfurt oder nach Neubrandenburg oder nach Halle. Männer ist Landesklasse. Genau, und da fährt man dann in die Uckermark. Gibt es dann auch Vorurteile so bei den Männern, wenn da eine Schiedsrichterin auf den Platz kommt? Oder wie haben Sie das empfunden? Na, so bei Rudelbildung würde ich schon sagen, da haben wir eigentlich die Anweisung, uns rauszuhalten und zu beobachten und zu notieren, wen man danach verarztet. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dazwischen gehe, dann geht das Testosteron runter. Ja, also die Erfahrung habe ich schon gemacht. Gleichzeitig muss man sich als Frau den Respekt der Männer eigentlich immer viel stärker verdienen als bei den Frauen sowieso. Also da wird man in der ersten Viertelstunde getestet. Das sage ich dann auch meinen Assistenten immer, dass sie darauf achten sollen, sich nicht linken zu lassen. Und das klappt dann ganz gut, wenn man vorgewarnt ist. Aber Sie können sich schon durchsetzen. Ich hoffe doch. Das glaube ich schon. Gestellt durch lange Jahre Juso-Zeiten und so weiter. Oder selber Fußball spielen. Ne? Oder selbst Fußball spielen. Genau, dann hat man auch so diesen. Und natürlich auch immer beim Fußball gucken, im Stadion gerne mit dabei. Genau, im Stadion der Freundschaft. Mein Club, der VfB Stuttgart, hat ja auch schon gegen Energie Cottbus gespielt und zweimal gibt gewonnen. Eine lange Geschichte. Da gibt es eine lange Geschichte, sogar eine Fanfreundschaft. Fanfreundschaft, ja. Ja, liebe Zuschauer, sehen, wir verstehen uns beim Fußball viel besser. Wie es immer so ist, ja. Ja, und Sie arbeiten jetzt in Berlin, oder was ist das für eine Tätigkeit, was Sie da machen? Ich arbeite für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren.
Und weil das ist ja auch ein Gebiet, das für Sie bei Europa ganz wichtig ist, Forschung. Und Forschung Wissen. Ist generell für Brandenburg, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich glaube, dass in Bildung und in der Forschung einfach die größten Potenziale auch für Brandenburg liegen. Also ich meine, Brandenburg an der Havel brauche ich das niemandem erzählen, hier mit der FHB um die Ecke. Wir haben sogar eine medizinische Hochschule. Ja, aber es wird immer besser. Genau so ist es, ja. Genau, also gerade weil es junge Leute zieht, das brauchen wir in Brandenburg, weil es die Fragen, die großen Fragen der Zukunft beantwortet. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wie sieht der Energieträger der Zukunft aus? Aber auch natürlich soziale Fragen oder ökonomische Fragen. All das ist durch Forschung unglaublich wichtig unterlegt auch. Ja, und dann natürlich auch wegen der Wirtschaft. Es ist ein Standortfaktor, ja, wo Wirtschaft und Wissenschaft und Forschung zusammen ist, da lebt es. Deshalb glaube ich, dass das für Brandenburg sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben ja die Besonderheit, dass wir auch noch eine sehr lange Grenze zu Polen haben. Sie waren ja, glaube ich, auch, Sie haben Polnisch studiert. Ne? Können Sie die Sprache auch? Ja, also es gibt Sprachen, die ich noch besser kann als Polnisch. Aber welche? Englisch, Französisch. Gut. Ja. Auch? Da waren Sie auch ein Jahr? Ja, genau. Da habe ich Sind rumgekommen? Ja, da habe ich im Elsass auch noch gearbeitet, in der Altenpflege. Das ist auch etwas, was sehr prägt, ne? Weil man da gerade im Elsass, so als Deutsche, man kommt da hin, spricht nur Deutsch nach dem Abitur. Ja, das wollen die da aber, glaube ich, gar nicht so Deutsch reden. Nee, obwohl sie haben es dann immer versucht. So. Sie haben dann so, das klang dann wie Schwäbisch und haben gedacht, dass ich das vielleicht besser verstehe, aber ich bin eben Ostdeutsche und ich kann den Schwaben verstehe ich auch nicht, wenn er spricht. Also haben Sie mich vorher mit dem Winkelschild nicht verstanden? Wahrscheinlich. Jedenfalls weil ich in Stuttgart geboren bin, das ist der Grund. Jetzt wissen Sie es, liebe Zuschauer. Das ist die Erklärung. Die Erklärung. Dass Sie das nicht ich bin verstanden. Ostdeutsche, ich kann es einfach nicht verstehen. Sie hat es nicht verstanden. Ja, genau. Wir sprechen Hochdeutsch. Deshalb war es für mich natürlich auch klar, einfacher Französisch zu lernen, Französisch mit denen zu sprechen, als der Versuch, dass dieses Alsacien mit denen zu sprechen, das war, ja. Aber Polnisch ist ja bestimmt sehr schwer, ne? Also ich finde es schwer. Ja. Ich finde es schwer, aber ich finde es auch toll. Also es hat so seine Reize. Tücken und als ich gehört Reize. Habe heute, dass Sie da in Krakau waren, dann war ich, weil jetzt Anfang des Jahres war ich in Krakau, weil ich von da aus zum Skispringen weitergefahren bin mit meinem Sohn. Und dann habe ich auch Krakau kennengelernt. Jetzt, also eine tolle Stadt. Tolle Stadt, ja. Wunderschöne Stadt. Fantastisch und so kulturreich und so tolle Menschen und gleichzeitig auch historisch unglaublich spannend. Das ist richtig. Ja. Also Wahnsinn, ja, auf jeden Fall. Also da lernt man auch nochmal ziemlich viel über die eigene Geschichte. Ne? So, und Sie werden jetzt weiter, Sie sind jetzt die Ersatzkandidaten, Sie werden also weiter Europawahlkampf machen hier bis zum 26. Mai und sich auch danach noch für das Thema Europa interessieren, wenn es wohl oder wahrscheinlich nicht klappt. Bin Überzeugungstäterin Sie tatsächlich. Sind Überzeugungstäterin. Ja. Tja, und was sagt die SPD jetzt so zu Ihnen, Herr Beutke und Herr Stohn? Ja, da steht Eier halt durch, oder wie? Oder wie heißt, wie geht das bei euch dann? Die stehen hinter mir, die unterstützen mich und meine Position, das finde ich auch sehr wichtig. Ich sehe mich auch weniger in der Opferrolle als vielmehr in der Rolle der Gestalterin. Und genau das finde ich wichtig, dass mich Dietmar Woidke und auch Erik Stohn da sehr unterstützen. Gerade ich habe jetzt zum Beispiel einen Antrag durchgebracht im Landesvorstand der SPD, der für mich sehr wichtig war, der darüber redet, dass man eben Kommunen wie zum Beispiel Potsdam, die Seenotgerettete aufnehmen wollen, auch aufnehmen können. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass man jetzt die Themen auch voranbringt, die für mich auch Herzensthemen sind. Ja, aber das sind natürlich auch Themen, die dann wieder auch wieder sehr spalten in der Bevölkerung. Aber es geht darum, dass Kommunen, die aufnehmen wollen, wie zum Beispiel Potsdam, aufnehmen können. Es geht gar nicht darum, dass jeder aufnehmen muss, sondern es geht ausschließlich darum, dass man wirklich auch hinter diesem solidarischen und wir reden, ich gehe raus und soll für Europa werben, ich soll für die sozialdemokratischen Werte werben, ich soll für die europäischen Werte werben. Aber gleichzeitig ist es uns nicht möglich, Menschen vom Sterben zu retten, das verstehe ich nicht. Und deshalb finde ich es
überlege ich mir, was kann ich als einzelne Person, als politisch Aktive, was kann ich tun? Ja, aber das Problem das ist natürlich so sehr vielschichtig. Dass man Menschen retten muss, das ist klar. Da und dann muss man eben einen Punkt dahinter machen. Warum, kein Aber. Ja, aber man muss, man muss die Ursachen auch sehen, warum die Leute weggehen. Ja. Und da ist eigentlich meiner Meinung nach ein Ansatz auch ein wichtiger Ansatz. Der wichtigste überhaupt. Der ist auch Teil des Antrags. Ja, ganz das wichtig. Ist der wichtigste Ansatz. Auf jeden Fall. Also so sehe ich das jedenfalls. Auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen zu 100% zu, denn die Menschen wollen ja nicht fliehen. Aber sie würden es eben so lange tun, bis eben die Fluchtursachen auch weg sind. Ja. Gut. Und solange das aber ist, muss man akut handeln. Das ist meine Position. Gut, Holstein, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, aber auch natürlich für Ihre Familie und dass es auch weiterhin alles gut klappt bei Ihnen. Dankeschön. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie heute hier bei uns zu Gast waren. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war Maja Waldstein von der SPD. Sie unterlag damals Simon Faut in Wildau auf dem Parteitag und dann lösten wir das, die Faut-Affäre aus und Sie haben ja heute gehört, ihr geht's gut und sie ist voller Tatendrang und guckt auch weiterhin Fußball und drückt auch Energie die Daumen und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.